Declan Rice soll der neue Rekordtransfer des FC Bayern Münchens werden. Und eins ist klar, wenn Declan Rice kommt, dann müssen Leute im Mittelfeld gehen. Und jetzt soll Thomas Tuchel ausgerechnet den einstigen Leader im Mittelfeld Leon Goretzka aussortiert haben. Alles dazu hier im Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal und schaut doch gerne mal auf meinem Instagram vorbei, um auch solche News etwas schneller noch zu erfahren. Aber damit jetzt auch schon zurück zum Thema. Die Bild, die hat darüber berichtet. Trotz des Titelgewinns soll Leon Goretzka relativ mürrisch gewesen sein und das nicht ohne Grund. Schließlich saß Goretzka im so wichtigen letzten Spiel 70 Minuten auf der Bank, wurde dann für Rian Gravenberch eingewechselt und dann, noch bitterer, 15 Minuten später wurde er wieder für Jamal Musiala ausgewechselt, der dann letztendlich auch das entscheidende Tor schoss. Der Trainer, der musste sich natürlich rechtfertigen, er sagte, er musste diese Entscheidung treffen, die war auch furchtbar, aber er muss auch wissen, es ging halt eben einfach darum, noch ein Tor zu schießen. Aber das zeigt ganz klar, welchen Stellenwert denn jetzt Leon Goretzka hat, weil man hätte natürlich auch Joshua Kimmich auswechseln können. Und passend dazu, da kommen jetzt natürlich immer wieder Gerüchte aus, dass Tuchel nicht so wirklich mit Goretzka zufrieden ist, ihm anscheinend auch nicht so richtig anvertraut und die Gerüchte um einen Abgang, die werden lauter. Leon Goretzka selbst, so zumindest berichtet ist, die Münchner Abendzeitung, der möchte eigentlich nicht den Verein verlassen, auch wenn Declan Rice kommt. Aber eins ist auch klar, wenn man einen Rekordtransfer tätigt in einer Summe von 100 bis 140 Millionen Euro, dann wird der auf jeden Fall spielen. Und die Bayern-Verantwortlichen, die müssen jemanden im Mittelfeld verkaufen, denn der Transfer von Konrad Leimert ist mittlerweile eigentlich schon quasi offiziell. Dann haben wir Leon Goretzka, dann haben wir Joshua Kimmich, dann haben wir Rian Gravenberch und theoretisch könnte auch noch Marcel Sabitzer zurückkommen, wobei der eigentlich auch schon rausgerechnet wird. Man hofft eigentlich bei Rian Gravenberch, dass der nochmal den ganz großen Start macht. Und dann wird man Kimmich definitiv nicht gehen lassen, also könnte es jetzt tatsächlich Leon Goretzka treffen. Das wäre wohl auch, wenn man den aktuellen Gerüchten so zumindest Glauben schenken darf, im Sinne von Thomas Tuchel, dass wenn Declan Rice kommt, dann eben Leon Goretzka mehr oder weniger eh obsolet wäre und dann könnte man mit ihm wenigstens auch noch 50, 60, 70 Millionen Euro verdienen. Aber was meint ihr? Wird es zum ganz großen Umbruch im Mittelfeld des FC Bayern Münchens kommen? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.